Hallo und herzlich willkommen zurück in der Welt von Gunikon und XCOM 2. Ja, das große Alien-Schlachten geht also weiter hier. Und wir sind in einer sehr, sehr prekären Lage. Wir sind mitten in einer Säurewolke drin. Wir müssen hier unsere Leute retten, befreien. Und zusätzlich halt hier noch zwei solche hässlichen Schleimmonster vernichten. Der Commander schon ordentlich lädiert. Ja. Panic hier muss nachladen und extrem unter Druck. Ja, mal schauen, was hier der beste Weg sein wird. Wir haben hier noch einen Mutant, den wir unter Gedankenkontrolle haben. Der muss allerdings nachladen. Das machen wir direkt mal. Waffe abfeuern. Was denn? Nein. Oh Mann, das Spiel buggt halt immer mehr jetzt zum Ende hin. Das ist ein bisschen ein Nachteil. Ganz ehrlich, das ist richtig, richtig schade. Aber ja, was soll's. Also, hier nochmal. Oh. Ihr seht doch, dass ich da auf Nachladen drücke. Na gut. Als erstes nehmen wir mal unsere Leute hier aus der Säure weg. Das heißt, hier der Flash, der... Wie ist der unterwegs? Der muss richtig, richtig dringend weg hier. Wir nehmen Flash mal hier in die volle Deckung. Raus aus der Säure. Okay. Und der muss halt unbedingt dann noch hier... Ja, ich glaube, der muss bereits jetzt schon das große Medikit anwenden. Oh, Leute, Leute, Leute. Der Panic kommt halt... Wir müssen uns ein bisschen zurückziehen jetzt. Der Panic muss aber noch nachladen, auch noch nachladen können. Also es ist gerade gar nicht gut. Der Panic kommt hier auch mal zurück. In halbe Deckung. Wir warten noch ab. Wir warten noch ab kurz. Mal schauen. Oh, und der Commander muss natürlich auch noch raus. Der Commander muss raus, aber der kann bestimmt noch irgendeine Aktion starten dann. Dem Commander gehen wir mal hier über die Flanke. Ich hoffe natürlich, dass er jetzt hier rechts nichts aufdeckt. Und er hat sie beide im Sichtfeld. Und jetzt, ganz ehrlich, jetzt versuchen wir dieses Kraftfeld hier. Wir kriegen sie so beide rein. Jawohl, wir haben sie beide drin. Unsere Soldaten sind raus. Los geht's. Na komm schon, Commander, zeig, was du drauf hast. Oh, Leute! 8 Schaden bei beiden! Boah! Das ist ja eine Höllenmaschine hier, unser Commander. Leute, Leute, Leute. Leider beide noch am Leben, da sie halt, ja, ihr wisst schon, die kommen immer zweimal. Aber Leute, der hat jetzt ordentlich Schaden reingedonnert. Und hier der Flash, ich... Es ist ein bisschen schade, wenn wir ihm jetzt hier... Also hier laden wir mal nach. Das geht halt immer noch nicht. Hier der Rain Man könnte sich hier mal irgendwo auf eine Flanke bewegen oder so. Das wäre natürlich geil, wenn wir sie flankieren könnten. Wir müssen halt den Squad auch ein bisschen auseinanderziehen, da die hässliche Granaten werfen können. Hätten wir denn hier oben irgendwo volle Deckung noch? Nein, das sieht halt wirklich nicht gut aus gerade. Hier können wir nicht mehr durch. Hier sind die ganzen Schleimexplosionen. So nahe ran möchte ich eigentlich nicht zwingend. Wenn wir hier rüber gehen, haben wir halt Flash immer noch, der direkt nebenan steht. Boah, es ist wieder... Es ist wieder richtig, richtig schwierig. Und das ist erst... Gegner Nummer 4 und 5. Also. Ich glaube, wir gehen mal hier hin. Soll ich noch Sturm und Schuss wählen? 4 Runden Abklingzeit. Das mache ich aber. Ich wähle Sturm und Schuss. Da haben wir aber keine Deckung, ich Idiot. Oh, Leute. Hier hätten wir volle Deckung, oder was? Ja, hier hätten wir volle Deckung und sie flankiert. Und wir werden nicht in der Zone drin. Wo ist denn der zweite nochmal? Die sind beide hier drin, oder? Wo ist denn der zweite jetzt? Wo ist denn der zweite?
Hier ist nur noch einer oder was? Der eine wurde gekillt oder wie? Leute? Oh, ist das jetzt wieder ein Bug schon wieder oder? Oh, Mensch, Leute, das ist echt nervig. Wo gehen wir mit Raymond hin? Wir könnten hier natürlich in volle Deckung über die Flanke kommen. Ja, komm, das machen wir. Jawohl! Kann sein, dass wir hier Sturm und Schuss ein bisschen verschenkt haben, aber naja. Wir gehen mal noch auf Feuerschutz. Bitte Feuerschutz! Müssen wir hier... Oh, wir müssen die erledigen, die Dreckskerle. Wir müssen die halt erledigen. Er könnte sich natürlich die Gremlin-Heilung... Er könnte sich selber heilen. Er kann sich ebenfalls selber heilen. Hier brauchen wir keine Heilung. Hier unser Muten. Oh, ich möchte mit dem nachladen. Mit ihm könnten wir eigentlich schon auch hier irgendwie attackieren, weil das ist ja nicht so, dass wir angewiesen wären auf diesen Soldaten. Das ist ja keiner unserer eigenen Soldaten in dem Sinne. Ich möchte halt einfach nur nachladen. Oh ja, jetzt geht's. Nachladen, okay. Das heißt, wir können nochmal schießen. Jawohl. Ich gehe aber mal auf Feuerschutz. Der Kommando ist eigentlich nicht so stark verletzt. Das heißt, ich gehe hier auch auf Feuerschutz. Hier könnte ich halt echt... Die beiden sind halt die, die am schlimmsten verletzt sind. Ich mach mal hier eigene Heilung. Wie viel gibt das? Nochmal 6, glaube ich. 6 Lebenspunkte, jawohl. Wie schaut das aus? Boah, das hat immer noch sehr, sehr wenig. Ich möchte halt hier nicht schon die Nano... Nein, 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 komm bei dir selber. Komm. Jawohl. Die Gremlin-Heilung. Ist in voller Deckung, also das dürfte eigentlich schon gut gehen. Hier, der Sniper. Der muss halt mehr zum Zug kommen. Das ist halt nicht gut, wenn der nicht zum Zug kommt. Aber der darf auch nicht jetzt wieder hier irgendwo zum Squad hingehen, weil sonst wird es halt wieder kritisch. Der Rocky hat 51% und könnte auch die Abwehrzone noch setzen. Ich weiß auch nicht, wo der zweite ist. Das ist echt, das ist jetzt wieder echt mühsam. Und ich glaube nicht, dass es den ganz erwischt hat. Wir nehmen hier mal die Abwehrzone. Nein, komm, die Abwehrzone ist ein bisschen... Wir müssen... Oh, das Problem ist halt, wir müssen unsere Ressourcen wirklich optimal einsetzen. Das ist ein bisschen das Problem. Wir gehen hier mal auf Distanzschutz. Also versteht ihr, wenn ich jetzt hier die Abwehrzone investiere für das... ist schon ein bisschen übertrieben, wenn wir bedenken, was da noch alles kommen könnte. Unser zweiter Sniper steht halt irgendwie nicht optimal. Aber wir ziehen den mal noch. Oh. Komm. Wir ziehen den mal noch hier rüber. Ein bisschen zu Rocky rüber. Steht ein bisschen nahe bei Rocky, aber wir müssen den wegziehen vom Panic. Und gehen halt auf Pistolen vor. Jetzt bin ich echt gespannt, was passiert. Gedankenkontrolle verloren? Oh nein! Und oh, das ist halt jetzt überhaupt nicht gut. Oh, das ist jetzt nicht gut. Der Zocklok schießt leider daneben, aber zieht noch 2 Schaden ab, ja. Der zieht sich schon zurück. Und diese Zone, die wird doch explodieren jetzt dann noch. Oh, das ist nicht gut, dass wir jetzt die Gedankenkontrolle verloren haben. Hey, der wird immun, was? Kommt die Abwehrzone? Nein, der ist voll zurück. 9 Schaden reingedonnert, jawohl. Der hat nur noch 3 Leben. Komm, den müssen wir jetzt legen. Da kommt der Rayman noch mit dem Feuerschutz. Komm schon. Oh, getroffen. Jawohl, 10 Schaden und getroffen. Jawohl. Boah, der hat unseren Mutant direkt mal weggehauen. Okay, 4 Kills.
Aber die kommen jetzt halt. Oh, und die schießen auf deinen Nick. Der schießt auf deinen Nick und 10 Schaden, Leute. 10 Schaden reingehauen. Oh, und die Säure. Oh, der Commander. Boah, der Commander hat sich aber wieder geheilt, oder was? Die. Jawohl, diese Zone ist ja richtig, richtig stark hier. Ganz ehrlich, das ist mir scheißegal. Und wenn ihr noch die urälteste, urälteste Zivilisation gewesen wärt, es wäre mir scheißegal. Denn ihr seid einfach nur hässliche Mistviecher hier. Okay, den einen, den kriegen wir weg. Panic muss nachladen. Okay, nachladen. Der Panic hätte ein Übernahmeprotokoll. Hier die blitzschnellen Hände mal auf jeden Fall mal einsetzen, denn die sind gratis. Deswegen, wir kosten keine Runde. Leider daneben. Wir müssen bedenken, der kommt dann halt nochmal. Der kommt halt nochmal. Das hat jetzt das große Problem hier. Oh, der Commander könnte den zu 100% wegschießen da drüben. Mann, das ist jetzt echt... Jetzt schon eine Granate einsetzen hier drüben. Wir würden ihn halt reinkriegen, das wäre schon nicht schlecht, aber... Ja, komm, ich mach das. Wir schmeißen mal eine Plasmagranate. Wir hoffen natürlich, dass die Rüstung so zerstört wird. 2 Rüstungen vernichtet, jawohl. Okay. Das ist mal nicht schlecht. Jetzt haben wir... Oh, 99... Der Flash holt sich den, komm. Da ist er einmal gefallen, jawohl. Und jetzt ist halt das Problem, dass der nochmal kommt. Ja, da steht er zum zweiten Mal. 80%. Wir haben hier noch das Gefechtsprotokoll, das wir einsetzen können. Kondensator-Entladung, das ist ja, wo wir mehrere dann gleichzeitig treffen können. Das möchte ich eigentlich nicht einsetzen. Okay, komm, ich nehme den mal einfach zum Spiel raus mit dem, mit unserem Roboter. Mit unserem Gremlin. Bam, einer weniger. Das wäre Gegner Nummer 5 gewesen. Jetzt haben wir halt das Problem noch von diesem Scheißkerl hier. Unsere Sniper haben jetzt aber 91%. Ja, komm. Jetzt ein Treffer bitte, Daniel Nick. Komm schon. Jawohl, 10 Schaden reingedonnert. Ja, 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 ja. Den kriegen wir noch. Den kriegen wir auf jeden Fall noch. Was, wer hat hier 100%? Oh, der Commander hat 100%. Ja, komm. Das machen wir auf jeden Fall. Der Commander erledigt hier wieder einen. Oh, good job hier. Wieder ein Gegner getötet, deren 6 sind tot. Wir müssen also echt aufpassen. Die Gedankenkontrolle, die hält zwar eine gewisse Zeit an, aber halt nicht unendlich. Ich war mir halt nicht sicher, ob, die Gedankenkontrolle dann durchgehend ist, bis die Verbindung unterbrochen ist. Das ist also nicht der Fall. Okay, nachgeladen und wir ziehen hier nach vorne. Und ab geht's. Wir nutzen hier natürlich die Zeit noch alles nachzuladen, bevor wir weitergehen. Boah, und ich höre schon die nächsten kommen. Leute, Leute, geht das ab hier. Commander, die Widerstandstruppen schlagen gegen Advent zurück, aber sie zahlen einen hohen Preis. Wenn das so weitergeht, ist am Ende auf beiden Seiten niemand mehr übrig. Von hier aus können wir auf eine endlose Legion an Verstärkungen zurückgreifen. Ihr werdet verlieren. Wir können unsere Armeen jederzeit zurückrufen, Commander. Der Frieden liegt in ihrer Hand. Kommen Sie zu uns. Ich
lasse das mal noch mit dem Panic. Ich höre da gar nicht mehr hin, das ist ja klar. Die versuchen uns jetzt natürlich zu bekehren nochmals, zur Vernunft zu bringen, weil wir sie halt jetzt unter Druck setzen hier. Hier haben wir nachgeladen, alles klar. Hier ist auch aufgefüllt worden. Hier haben wir nachgeladen, ja, geben wir Feuerschutz. Hier müssen wir noch nachladen. Auch das gehört zu meiner Null-Risiko-Taktik. Ich bin bereit. Ich will alles aufladen. Oh, und der muss halt echt geheilt werden. Der muss halt echt noch geheilt werden, Leute. Rücke vor. Hier müssen wir noch nachladen. Der Commander, der füllt sein Leben automatisch wieder auf. Das ist schon auch noch geil. Den müssen wir also nicht heilen. Hier der Rainman ist immer noch beschädigt, also verletzt, aber ist nicht schlimm. Das ist nicht so schlimm. Und wir kommen hier mal nach vorne. Natürlich. Es ist halt wieder das magische Rezept zu finden von Squad nicht zu weit auseinanderziehen, aber auch nicht zu nahe zu stehen, weil wir haben das gesehen vorhin mit der Mutengranate. Die war halt schon recht übel. Sie sind zu so viel mehr bestimmt. Widersetzen Sie sich und es gibt nichts mehr, das Sie retten können. Ja, das werden wir noch sehen, Kleiner. Das werden wir noch sehen. Okay, hier mal Daniel Nick wieder aufgeheilt. Und jetzt gehen wir nach vorne. Ayordini. Hier der Rocky. Kommt auch mal hier. Hoffentlich lohnt sich das. Vorne. Ich weiß noch nicht, Rocky, ob sich das lohnt, aber wir werden schon sehen. Hier haben wir natürlich jetzt alles zusammengeballert. Wir gehen hier mal in volle Deckung mit dem Zocklock. Und das widerspricht jetzt eigentlich wieder meiner Taktik. Aber ich hoffe, dass er nichts aufdeckt. Nein, tut er nicht. Okay. Gehen wir hier auf Feuerschutz. Der Priest ist auch schon angeschlagen, aber okay. Kann in dem Sinne auch nachziehen, weil er nichts aufgedeckt hat hier vorne. Okay, unser eine Sniper. Geht mal nach vorne hier. Oh, ich darf nicht so viel Risiko geben. Wenn der jetzt aufdeckt, bin ich ziemlich am Arsch. Boah, Glück gehabt. Der hat nichts aufgedeckt. Okay. Das heißt hier, der Commander rückt mal nach. Geht auf Feuerschutz, falls irgendetwas noch kommt. Und ich höre es schon, ich höre es schon. Der Rayman ist eigentlich nicht so schlecht positioniert. Wir können ihn noch hier nach vorne ziehen. Und auf Feuerschutz. Feuerschutz! Wir erhalten vom Boden Meldungen über plötzliche Störungen in den feindlichen Reihen. Einheiten legen mitten im Kampf die Waffen nieder oder greifen sich gegenseitig an. Nach der Störung des Turms halten die Ältesten selbst vielleicht das Netzwerk aufrecht. Die Belastung, der sie dabei ausgesetzt sind, ist sicher gewaltig. Unsere Macht bleibt ungebrochen. Die Truppen hier sind loyal. Sie müssen nicht gezwungen werden, denn sie wissen, dass ein Versagen das Ende aller bedeuten wird. Ich glaube, sie haben keine Chance mehr hier. Ihre Sache gestorben sind, Commander. So viele Freunde. So viele Verbündete. Wofür? Was heißt ihr wofür? Für die Menschheit, du Vollidiot. Mann, was fragst du das überhaupt? Dass du das nicht verstehst, ist mir schon klar. Aber Position Mensch, es geht um die Menschheit hier. Und der fragt sich hier, wieso? Wir stehen hier mitten in einer Fabrik drin, die Menschen abschlachtet. Also, ja, was soll das? Zeigt euch. Wir gehen jetzt alles mal nach vorne und hier ist halt wieder der Punkt. Ich könnte jetzt natürlich mit den einen, hier zum Beispiel, könnte ich schon vorrücken. Mache ich aber nicht, weil ich halt die ganze Power von den restlichen Soldaten haben möchte, wenn wir loslegen. Also wenn wir nach vorne gehen und etwas aufdecken, sollen dann noch alle Soldaten schießen können. Das ist halt meine Taktik so ein bisschen. Ich bin nicht immer ganz der Taktik treu, aber jetzt hier in dieser Runde machen wir das. Mir geht nichts. Puh, schon 6 getötet. 23 minus 6, noch 17. Als wir die Erde zum ersten Mal sahen, weinten wir um eine gebrochene Welt. Um eine gequälte Rasse, die vor Schmerz die Sterne anflehte.
Wir haben euch erhört. Euer wahres Potenzial erkannt. Die erste Invasion war nur ein Test. Euer Volk hat nicht versagt, wie viele von euch glauben. Ihr habt mehr als nur überzeugt. Ihr müsst nur euren Platz unter uns einnehmen. Kämpfen Sie weiter, Commander. Sie verlieren die Kontrolle über diese Welt, und das wissen Sie auch. Wir verlieren nichts, denn unsere größte Waffe kehrt zu uns zurück. Ja, die versuchen jetzt natürlich alles hier. Wie sie es schon mal getan haben, Commander. Ich finde das echt geil, dass jetzt hier noch auf den ersten Teil angespielt wird. Weil im ersten Teil haben wir ja auch schon die Ältesten bekämpft. Das finde ich jetzt noch geil. Das finde ich echt geil gemacht. Fehlen geht nicht. Wir rücken hier langsam vor. Feuerschutz. Hier rücken wir ebenfalls vor, weil da ist ja nichts gekommen. Vado in Position. Feuerschutz. Hier der Panic kann ebenfalls nach vorne kommen. Geht auch auf Feuerschutz. Scanning. Hier der A-Ball, unser Daniel Nick. Sollen wir den mal hier oben noch positionieren oder so? Ich möchte halt nicht zu weit nach vorne gehen. Echt nicht. Ich möchte hier echt nicht zu weit nach vorne gehen. Den lassen wir mal hier stehen. Bin dabei. Und der Commander. Der Commander muss schon auch mitkommen. Seine Waffen sind schon genial hier. Geh mal hier in halbe Deckung. Und er heilt sich halt von Runde zu Runde wieder selber hoch. Das ist halt schon auch sehr, sehr geil. Bin dabei. Wir müssen unsere beiden Sniper besser positionieren können. Die stehen halt echt irgendwie nicht so, wie sie sollten. Aus meiner Sicht. Okay, jetzt gehen wir hier mal... Wir könnten uns natürlich nochmal verbergen, aber es sind noch so viele Soldaten, ich möchte das eigentlich erstmal zurücklassen. Hier der volle Deckung, das wäre halt schon geil. Gehen wir hier in halbe Deckung. Bin dabei. Könnten dafür noch schießen. Deckt ihr irgendwas auf? Nein. Okay. Dann nehmen wir Rain Man als nächsten. Der rückt hier auch mal vor. Der kann sehr weit gehen, das ist schon auch geil. Geht hier aber auch nur in halbe Deckung. Klingt machbar. Schrittweise vorarbeiten. Das ist halt das Ziel jetzt. Scannergebiet. Hier gehen wir. Nein, wir gehen hier noch nicht auf Vollschutz. Das machen wir jetzt erst am Schluss jeweils. Wir rücken jetzt halt schrittweise vor mit unseren Soldaten. Und ich möchte unbedingt unsere beiden Sniper besser positionieren können. Das wäre halt schon wichtig. Okay, wir gehen hier mal mit Sniper Daniel Nick hin. Mit voller Deckung. Bereit für die nächste Runde, um schießen zu können. Und Rocky holen wir auch hier nach vorne. Hier, wo Rain Man gestanden ist, auch in voller Deckung. Okay, bin unterwegs. Okay, bin unterwegs. Bitte Feuerschutz. Der Rocky hat hier, glaube ich, nicht so Spaß dran. Aber wer kann es ihm übel nehmen? Ist auch keine spaßige Sache hier. Um ehrlich zu sein, natürlich können wir hier direkt nicht mehr in die volle Deckung. Dann machen wir hier nochmal Feuerschutz. Hier ebenfalls Feuerschutz. Hier ebenfalls. In der nächsten Runde gehen wir wieder einen Schritt weiter. Ich kann wieder was hören hier. Sieht schon echt geil aus. Hier diese Atmosphäre und alles, das ist schon echt geil gemacht. Okay, sollte mal hier nach vorne gehen. Oder einfach hier unten. Ich nehme hier mal den Panic oder den Commander. Der Commander kommt doch sicher so weit. Achso, das ist Daniel Nick. Hier der Commander. Ja, der Commander kommt hier nach vorne in die volle Deckung rein. Der Commander geht mit gutem Beispiel voran und deckt nichts auf. Okay. Das heißt, wir gehen hier mal, hier kann ich nichts sehen, hier mal wieder nach vorne in halbe Deckung.
Ich kann wieder was hören, aber nichts sehen. Okay. Das heißt, wir könnten mit Rocky mal hier hochgehen. Oder hier vorne gleich? Nein, das möchte ich eigentlich nicht. Der Zocklock geht mal hier nach vorne. Deckt auch nichts auf. Okay, das ist so. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, wir nehmen hier Flash wieder eins nach vorne. Der Panic kann ebenfalls eins nach vorne kommen. Und die beiden Sniper ziehen wir mal echt mal hier nach oben. Schon unterwegs! Sniper hätten ja von erhöhter Position einen Bonus. Hier genau. Feuerschutz. Feuerschutz. Leute, ich bin schon etwas angespannt, ganz ehrlich, aber ja. Soll ich Daniel Nick hier stehen lassen? Oder ziehe ich ihn auch schon nach? Ich möchte halt immer mit den Sniper möchte ich so und so eine Zange kreieren. Also falls hier irgendwo, beispielsweise hier in der Ecke, ein Gegner kommt, dass beide Sniper auf den einen schießen können. Das wäre halt immer das Ziel. Geht eine nicht, geht nur eine Position nach vorne. Halt nur halbe Deckung, aber das wird schon passen. Und dann auf Feuerschutz. Kommando geht ebenfalls auf Feuerschutz. Rayman ebenfalls. Na los, zeigt euch. Nächste Runde, Leute. Oh, und da kommen sie. Und da kommen sie. Was kommt? Oh, Leute, was ist das denn? Boah, was da alles kommt, Leute. Der Flash haut mal rein. Und trifft direkt. Leider mit der Rüstung noch einiges abgeprallt, aber schon 4 Schaden reingedonnert. Boah, und hier hinten kommt so viel, Leute. Ich hoffe natürlich, dass die beieinander stehen bleiben, weil dann kommt der Commander wieder zu. Oh, Rayman schießt daneben, Leute. Nein! Gut, eine EMP-Bombe wäre natürlich auch geil jetzt. Okay, nicht erwischt. Wir könnten natürlich so einen übernehmen. Also, das sind weitere 4 Stück. Erstmal die blitzschnellen Hände. Weil die ziehen keine Aktion ab. Los geht's. Rocky trifft, 1 Schaden. Okay. Jetzt müssen wir ja. Von der Rüstung abgeprallt. Jetzt müssen wir uns überlegen, wollen wir da eine EMP rein? Ja. Werfen. Oder soll der Commander da irgendwas übernehmen? Wir haben doch... Wo haben wir denn die EMPs? Oh, die EMPs sind alle auf dieser Seite, oder was? Oh, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Wir haben hier links halt keine EMP. Ist jetzt halt die Frage. Wird der Commander seine... Der Commander macht die Dimension, weil übernehmen gehen. Oh, er kommt nicht so weit. Leute. Wir müssen den Commander hier hochziehen. Wir müssen den hier hochziehen. Hat nur in halbe Deckung, aber das müssen wir riskieren. Das müssen wir riskieren. Wir müssen hier diese Dimension setzen. Wir müssen hier ordentlich Schaden reindonnern. Wir kriegen hier alle rein, ja? Hier, die drinnen. Die drei drinnen, ja. Ja, ja, so kriegen wir alle rein. Okay, los geht's. Na komm. Was denn? Wieso nicht? Wieso soll das nicht gehen? Was denn? Oh Mann! Wieso ging das nicht? Oh, der haut halt ordentlich Schaden rein. Einer ist bereits gelegt. 2 sind bereits gelegt, so wenn ich richtig gesehen habe. Jawohl. 2 sind bereits zerstört. Die können wir wieder abstreichen. Nummer 7 und Nummer 8, also getötet. Okay. Und jetzt? Was haben wir? Oh, 100% mit dem Rocky. Ich kann halt nur noch den sehen. Das heißt, wir müssen, können nicht die Serie einsetzen. Ja gut, komm. Rocky, erledige den. Bam, 4 Schaden. Oh, der ist nicht tot. Oh, Rocky, das ist jetzt schade. Das ist jetzt schade. Der hat noch ein Leben wegen der Rüstung. Das ist jetzt ein bisschen schade hier. Aber okay, das passt schon. Das passt schon. Wir haben ja hier Flash Gordon noch. Wir haben doch hier das Übernahmeprotokoll, oder nicht? Nein,
schaut nicht danach raus. 89 hier, 82 da hinten. Was kann denn unser zweites Sniper noch ausrichten? 73. Ja, wir müssen das versuchen. Komm schon. Oh, wenn ihr liegt, trifft und der ist am Boden, Leute. Jawohl. Nummer 9. Getötet. Und jetzt haben wir nur noch ein Problem da drin. Wir müssen uns jetzt vergewissern, dass hier... Was haben wir hier? 82%. Wird er ihn töten, halt? Das ist die Frage. 7 bis 9 Schaden. Der hat noch 5 Leben. 82, das müssen wir versuchen. Leute, das versuchen wir. Komm schon, Flash. Flash trifft, tötet ihn aber nicht. Nein, er hat noch ein Leben. Er hat noch ein Leben. 2 Leben noch. Oh. Kann Rayman noch in Aktion treten? Oh, Rayman hat noch eine Aktion, auf jeden Fall. Wir könnten Sturm und Schuss wählen hier und den töten. Oh, dann sind wir aber in der Zone drin. Ich möchte keinesfalls in diese Zone rein. Oh, das ist jetzt wieder, Leute. Trifft er halt von hier oder trifft er nicht? Wir müssen das versuchen, Leute. Wir müssen es versuchen. Wir machen mal Sturm und Schuss. Können wir denn hier irgendwo rein und schießen? Von hier trifft er ihn. Können wir ihn hier sehen oder nicht? Trifft er von da oder nicht? Boah, Leute. Wir versuchen es hier. Schon unterwegs. Rayman geht rein. Und kann nur schießen. Wird er ihn treffen? 93%, lockerlässig. Komm schon, Rayman, töte den Kerl. Jawohl, Treffer und getötet. Nummer 10. Sind noch 13 Gegner da. Schon beeindruckt? Leute, wie ich beeindruckt bin, Rayman. Wie ich beeindruckt bin. Oh, das war jetzt richtig, richtig geil. Okay, Leute, an dieser Stelle eine weitere Aufnahmepause. Dieser Kampf zieht sich wirklich ins Unendliche, ich weiß. Aber wir müssen da vorsichtig vorgehen. Wir haben hier wieder 32 Minuten erreicht, also eine Aufnahmepause. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Es bleibt spannend. 10 Gegner erledigt von 23, bleiben noch 13. Und was hier die Ältesten und alles noch abläuft, ich habe keine Ahnung. Ich sage, ballert den Like-Button, würde mich sehr, sehr freuen. Und mich natürlich auch dementsprechend unterstützen. Falls ihr keine Videos verpassen möchtet vom Gunicorn, abonniert meinen Kanal, würde mich auch natürlich extrem freuen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich freue mich auf die nächste Folge. Tschüss und ciao aus der Welt von Gunicorn.